Rund 250 Wirtshäuser sind bei der Wirtshauskultur vertreten und führen mittlerweile das bekannte grüne ovale Schild. Sie alle stehen für ehrliche Gastlichkeit, höchste Qualität und authentische Küche. Die besten Wirtinnen und Wirte Niederösterreichs wurden anonym getestet und beim Fest für die Wirte in der ehemaligen Reitschule auf Schloss Grafeneck ausgezeichnet. 52 Wirtshäuser sicherten sich schlussendlich den Titel Top-Wirt. Unter ihnen wurden die Gewinner in den Kategorien Einsteiger, Aufsteiger und Top-Wirt des Jahres prämiert. Warum ist dieses Ereignis für Sie wichtig? Ja, aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite deswegen, weil ich tatsächlich den Wirtinnen und Wirten in Niederösterreich die Referenz erweisen möchte und ihnen gleichzeitig auch Danke zu sagen. Auf der anderen Seite sind gerade die Gasthäuser und die Wirte in Niederösterreich so etwas wie eine Kulturinstitution. Und ich glaube, das sollte man bei jeder Gelegenheit auch entsprechend in den Vordergrund stellen. Denn wir sind in eine Zeit hineingeraten, wo die Menschen sowieso schon das Kommunizieren miteinander verlernt haben. Daher brauchen wir Orte und Plätze, wo man sich wohlfühlen kann und wo man wieder von Mensch zu Mensch sich begegnen kann. Und das sind unsere Wirtshäuser. Die Wirtshauskultur hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich und die wird sie sicherlich auch fortschreiben in der Zukunft. Vor 20 Jahren als loser Verband von Wirtinnen und Wirten gefunden und geschlossen unter dem Namen Gulasch-Cobra ist es darum gegangen, jungen Wirtinnen und Wirten es zu ermöglichen und zu erleichtern, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Das waren die Anfänge und bis jetzt ist es wirklich eine Erfolgsgeschichte, wo ungefähr 250 Wirtshäuser in 220 niederösterreichischen Gemeinden vertreten sind, die einfach stehen für Originalität, Regionalität und Qualität. Und das brauchen wir in der Küche und das brauchen wir auch in der Gaststube. Und dafür steht die Wirtshauskultur. Und darauf sind wir sehr, sehr stolz, weil sie natürlich auch eine tragende Säule für das Tourismusland Niederösterreich sind. Wir sind das Land für Genießer und da gehört natürlich die Wirtshauskultur dazu. Zum Einsteiger des Jahres wurde die Familie Essel vom Landgasthaus Winzerstüberl aus Rossatz in der Wachau gekürt. Die Auszeichnung Top-Einsteiger des Jahres ist natürlich eine große Anerkennung für uns und wir werden natürlich so weitermachen wie bis jetzt oder noch etwas besser werden. Der Aufsteiger des Jahres der niederösterreichischen Wirtshauskultur kommt aus der buckligen Welt. Der Hönigwirt in Kirchschlag befindet sich seit über 130 Jahren in Familienbesitz und ist besonders stark mit der Region verwurzelt. Die Auszeichnung zum Aufsteiger des Jahres bedeutet mir und meinen Mitarbeitern sehr viel und ist Motivation, noch Größeres zu erreichen. Der begehrte Titel Topwirt des Jahres wurde an Michael Kolm vom Bärenhof Kolm aus dem Waldviertel verliehen. Das Wirtshaus in Arbesbach verwöhnt seine Gäste mit kulinarisch abwechslungsreichen Schmankerln. Der Weg zum Topwirt 2015 der niederösterreichischen Wirtshauskultur war insofern kein leichter Weg, weil eben sehr viel starke Betriebe in der niederösterreichischen Wirtshauskultur sind, aber ich habe ein Ziel gehabt und das habe ich jetzt Gott sei Dank geschafft. Für besondere Momente an diesem Abend sorgt unter anderem auch der Mentalist Manuel Horeth, der die Gäste des Öfteren ins Staunen versetzte. Für das leibliche Wohl bei der Veranstaltung sorgten die drei Vorjahressieger. Serviert wurden Waldviertler Karpfen, Kalbstafelspitz und als Nachspeise zweierlei vom Mohn. Mit dem Fest für die Wirte sagt die niederösterreichische Wirtshauskultur Dankeschön für die herausragenden Leistungen der Mitglieder. Für die Wirtinnen und Wirte war es zweifellos ein besonderer Abend.